Everyone is you pushed out, was damit gemeint ist. Ich bin hier mit Manuel Garcia und ich bin super gespannt, über was wir alles reden, weil wir kennen uns auch überhaupt nicht. Ach, von Herzen kennen wir uns doch schon. Ja, das stimmt. Ja, freut mich, dabei sein zu dürfen und dass du mich eingeladen hast zu diesem Austausch. Ich bin immer eingeladen. Ich habe halt einfach auf deinen Post reagiert und da bin ich. Es ist wirklich cool. Ich muss jetzt schauen, ob ich es überall geteilt habe, wo ich es teilen will. Ich glaube schon. Erstmal alle begrüßen. Everyone is you pushed out. Neville Goddard quote. Yes. Jeder ist dann selbst ausgedrückt auf Deutsch. Ja. Genau. Und ich sage ja sogar, everything is you pushed out. Ja. Es gibt keine Limitierungen. Richtig. Ja, und vor allem ist es, dass dieses everyone oder eben everything ist ja das Bewusstsein ist, was ich ja selbst ausgedrückt hatte. Und es gibt ja nur dieses eine Bewusstsein, halt in verschiedenen Ausformungen, aber im Endeffekt ist es ein Ozean mit Myriaden von Wassertropfen, ja, wie ich es halt immer so wieder ausdrücke. Und das ist die Individualität, die uns ausmacht. Ganz genau. Die dann die verschiedenen Pushed-Outs im Prinzip kreiert. Richtig. Ja, absolut, absolut. Wobei, also für mich sind ja dieses Zitat von Neville, finde ich ja genial. Und man kann ja wirklich darüber meditieren. Und einerseits ist es eben, was ist damit gemeint, ist, es gibt nur ein Bewusstsein, was sich selbst ausdrückt. Okay. Genau. Und das sagt die Bibel ja auch schon lange. Absolut. Und der Neville war ja halt ein Mystiker und hat ja immer die Bibel zu Rate gezogen. Er spricht halt immer wieder über die Bibel, ja. Und was es aber auch ausdrückt, ist halt, du als Persona drückst dich natürlich auch aus. Und was drückt sich aus? Dein Selbstbild drückt sich aus. Und das ist ja das Geniale. Auf dein Selbstbild antwortet deine Welt. Ja. Und auf nichts anderes. Nichts anderes. Nein, nichts anderes. Und alle Fragen, die wir uns immer stellen, was soll ich anders machen? Was könnte ich besser machen? Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht bin ich im falschen Sternzeichen. Vielleicht sollte ich irgendwie, was hat mir eine mal gesagt, eine Palmblattlesung, bla bla bla. All dieses Suchen bringt uns so auf den falschen Trichter. Dabei ist die Antwort so einfach. Everyone, everything is you. Everything. Das ist eine Erweiterung. Ja, absolut. Und das bringt dich natürlich aber auch definitiv in die eigene Verantwortung, weil ich kann da nicht sagen, ja, mein Arschengel, ja, ich spreche halt immer gern von den Arschengeln, die sind zu gemein und so zu mir und meine Mitmenschen behandeln mich schlecht, ja, weil ich mich selbst schlecht behandle, ja. Und dieses Everyone is you pushed out kommt ja auch gerne immer wieder, dann taucht diese Frage auf in Beziehungen, ja. Warum macht mein Partner nicht das, was ich will? Oder ja, oder was auch immer da kommt in meinen Coachings, ja, kann ich denn einen spezifischen Partner anziehen? Klar. Kennst du das auch? Special Person? Natürlich. Ja. Geht. Und dann sage ich, ja, klar, das machst du ja so oder so. Ja, das machen wir immer. Und sage ich, ja, nein, aber ich meine jetzt zum Beispiel die Simone, ich will die Simone, kann ich das machen? Sag ich, ja. Ja, aber dann hat sie keinen freien Willen. Du hast sowieso eine Meinung über die Simone. Du hast, wenn du die Meinung über die Simone hast, dass Simone dich nicht mag, dann mag die Simone dich nicht. Definitiv. Sie reagiert nur immer auf dein Selbstbild. Das ist ja das Spannende. Ja, wir können sagen, ja, sie sind zu gemein zu uns, aber du glaubst ja, dass dieser Mensch gemein ist. Du hast dieses Bild über diese Person. Ah, diese Person ist zu kühl, ist zu distanziert. Ja, und dann muss sie eben genau nach deinem Bilde reagieren. Du hast es ihr zugeflüstert, dieser Person. Das ist dein Drehbuch. Die Rückschlüsse, ich drehe Rückschlüsse, oder? Jemand sieht so und so aus und dann habe ich einen Rückschluss und dann ist das meine Meinung und dann muss sich diese Person auf diese Art und Weise mir gegenüber verhalten. Ja. Die kann nicht anders. Nein, Gott sei Dank. Ich meine, schau mal, ich bin ja der Schöpfer. Also ich spreche halt immer in meiner Welt habe nur ich freien Willen.
in meiner Welt. Okay, du in deiner Welt hast nur deine Welt. Für dich gibt es nur deine Welt. Genau, absolut. Und das ist mein Hologramm, mein Holodeck à la Star Trek. Da habe nur ich freien Willen. Okay, das muss auch so sein, weil wenn die Personen nicht nach meinem Drehbuch reagieren, ja, dann kann ich diese Erfahrung nicht machen. Deswegen ist es Liebe, die Personen reagieren aus Liebe so zu mir, wie ich das will. Das ist pure Liebe. Liebe, mich eine Person verlassen hat. Es gibt keine andere Kraft wie Schöpfung und wir nennen sie halt, wir können sie Liebe nennen, aber wir müssen halt die Bedingung rausnehmen. Es ist nämlich bedingungslose Liebe. Es ist bedingungslose Umsetzung. Also wenn ich dich bedingungslos liebe und du sagst mir, hau mir eine runter, dann muss ich das machen. Ja, genau. Und, ja, klar. Und natürlich machst du das nicht bewusst. Du sagst nicht, hey Manuel, bitte hau mir eine runter. War so bewusst, ne? Aber halt unbewusst, ja, das steht halt so auf unserer Stirn geschrieben. Das ist unser energetischer Outpush, ja. Das ist, hat nichts mit dem Körper zu tun, sondern das sind, ich sage immer gerne, das sind Informationen, die Informationen, die in mir aktiv sind, die kann ich nicht halten, dass die rausgehen. Und deswegen kann ich mich auch so oder so nie verstecken. Das ist super. So eine absolute Illusion, wenn ich denke, oh, ich verstecke mich und keiner weiß was und keiner sieht mich und oh, zum Glück hat es keiner gemerkt. Vergiss es. Geht nicht. Nee, und deswegen brauchen wir auch keine Masken mehr, oder? Weißt du, ich finde das interessant, so seit 2 Jahren müssen wir Maske tragen, sage ich, was heißt seit 2 Jahren? Wir tragen Masken seit Jahrtausenden. Ja, wir sind nicht authentisch. Deswegen sind die Leute ja auch so geil drauf gewesen, diese Masken auch noch anzuziehen, weil dann hatten sie Doppelmaske und Dreifach- und Fünffachmaske. Absolut. Um wirklich zu meinen, ich kann mich verstecken, aber niemand kann sich verstecken. Und deswegen klappt es, liegt eben daran, Sichtbarkeit oder so, auch im Internet, ja. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um das Pushed-Out letztendlich, wenn ich mich zeige. Und ich kann mich 100.000 Mal zeigen, aber ich bin dann trotzdem nicht gezeigt, ja. Ich weiß, was du meinst. Ne? Und das ist halt diese Fassade oder, ich weiß mal, ein Mann kann jetzt auf Macho, oder Playboy, ja, ich bin cool, ne? So Muckis und ich weiß was. Aber wenn er sich halt im Inneren klein fühlt, dann drückt sich das aus. Ne? Oder eine Frau halt mit Schminke, kein Problem, ist ja schön. Ne? Aber wenn sie halt sich innerlich klein fühlt und nicht wertig fühlt, ja, das ist es, was wir halt von dieser Person als Feedback bekommen. Ja, nicht das. Und die Leute denken immer, wie kann ich das verändern? Und wie kann ich anders über mich fühlen? Ja, du musst anders über dich denken. Du musst andere Sichtweisen annehmen über dich. Du musst, und was ich halt, du sagst, du redest von den Arschengeln. Ich rede von meinem Human Design. Es ist ja auch dieses Buch und alles Mögliche, wo versucht, den Bullshit, den der Mensch sich permanent sagt, glaubt und denkt, zu erklären und es dann ganz noch irgendwie astrologisch igingig zuzuordnen. So sein Schicksal, oder? So ja, was Karma auch immer. Das ist einfach menschlicher Bullshit. Bei dir heißen die Arschengel. Und dann gibt es eben für mich das Divine Design. Das ist das, wer ich in Wahrheit bin. Ohne diesen menschlichen Bullshit, aus der göttlichen Perspektive. Fehlerfrei, perfekt, immer gut, immer am richtigen Ort, niemals bestraft, niemals schuldig, niemals sündig, niemals zynisch. All diese Dinge, was eigentlich Kirche auch schon verdreht hat, um wieder ein Human Design Abhängigkeit draus zu machen. Jetzt sind wir hier, um diese Reise zu machen, aus diesem Human Design Bullshit in unser Divine Design. Bin ich einverstanden? Absolut, absolut. Ja, mehr müssen wir gar nicht machen hier. Nein. Ja, wir müssen gar nichts tun. Also ich bin halt der Meinung, wie du das sagst, sehr schön ausgedrückt, du bist ja schon vollkommen. Also du bist, Neville hat das halt gesagt, ich und der Vater sind eins, ja. Also auch wieder von der Bibel. Der Sohn ist die Persona und der Vater ist das, was ich in Wahrheit bin. Einfach halt in der alten Sprache. Ja. Genau. Und, deswegen, ich muss mich, ich bin auch nicht Manuel, ja. Und wenn jemand irgendetwas gegen mich als Person hat, ist das nicht mein Problem, weil es hat nichts mit mir zu tun. Aber ich kann mich natürlich in verschiedenen Zustände hineinbringen. Ja. Genau. Und das sind die verschiedenen Versionen, genau. In denen wir aufschlagen können. Absolut. Und in dem eben
ich mich outpushen kann, ja, mit meinem Ehemann oder mit meinem Partner, ja? Absolut, absolut. Und wenn ich in dieser Version der Opfer, weil viele wissen ja nicht mal, was Opfer heißt. Opfer ist nur jemand, der meint, ich bin ausgeliefert und ich bin unterdrückt und ich weiß, kann ohnmächtig. Nichts tun. Mhm. Ohnmächtig, genau. Mhm. Wenn ich als diese Frau in dieser Version von mir unterwegs bin, muss mein Gegenüber, mein Partner, wer auch immer, muss mich so behandeln. Ja, ja. Wenn ich mich aber jetzt verändere und sage, hey, ich gehe in mein Divine Design, ich bin eine richtig geile Lady, ich bin attraktiv, begehrenswert, lustig, jeder will mit mir zusammen sein, was macht denn mein Partner? Der muss sich verändern. Ja, ja, oder was es halt auch gibt, das gibt es auch, dass er dann geht und jemand anders kommt, der besser zu dir resoniert. Das gibt es auch. Ja, also ich habe schon von beiden gehört, auch schon beides erlebt. Das gibt es auch, aber ich entscheide das, ob es das gibt. Das stimmt, hast du absolut recht. Das kann es geben und ich weiß vielleicht gar nicht, dass ich es entscheide, weil ich eben so einen riesen Hals habe und dann denke, ich habe mich jetzt verändert und dem nicht verzeihen kann, ja, weil ich glaube, es gibt was zu verzeihen, aber es gibt ja eigentlich gar nichts zu verzeihen. Und dann habe ich so einen riesen Hals und dann geht der weg und dann kommt jemand anders an seiner Stelle als pushed out. Aber dennoch habe ich es entschieden. Absolut. Der muss nicht gehen. Du bist die operierende Kraft. Ja. Einzige operierende Kraft. Ja, und Neville sagte ja auch immer, keine Schuldzuweisungen, nur Lösungen. Ja. Und das ist halt auch immer wieder das, wir geben uns oft selbst die Schuld, wir kritisieren uns. Ja, wir sind die schlimmsten Feinde unserer selbst. Ja. Und wir kritisieren natürlich das Außen auch, aber es gibt keine Schuld. Es gibt keine Schuld. Nein, es ist einfach Schöpfung. Es ist Schöpfung, genau. Es ist oder es ist nicht, oder? Und richtig, absolut, absolut. Ich habe den meisten Erfolg, wenn die Menschen verstehen, dass es nur binär ist. Ja, nein, ja, nein. Keine Bedingungen dazwischen, keine Zusammenhänge, keine Zeit, keine Geschichte, nur sein oder nicht sein. Ja. Ich entscheide, sein oder nicht sein. Ja, und du entscheidest das, vor allem, weil du halt in die verschiedenen Zustände hineingehst. Also weißt du, ich sehe das ja erst so wie ein Theaterstück. Es ist halt ein Theaterstück. Wir spielen alle Theater. Ja, und ich könnte jetzt, was heißt ich könnte? Ich spiele ja jetzt den Manuel. Jetzt gerade spiele ich den Manuel. Und innerhalb von Manuel gibt es noch verschiedene Nebenrollen, die ich auch erleben kann. Du kannst entscheiden, ob du das spielen willst. Diese aber trotzdem bin ich nicht das. Das sind Zustände. Zustände bin ich nicht. Das, was ich eigentlich bin, ist das unkonditionierte Selbst. Und unkonditioniert ist unkonditioniert. Aber ich gebe diesem unkonditionierten Selbst einen Stempel. Und das kann zum Beispiel der Stempel sein, ich bin erfolgreich, ich bin total toll, ich bin geil und bla bla bla. Ja, das ist dann mein Ausdruck für jetzt. Aber das, was ich bin in Wahrheit, ist nicht einmal das. Es ist weder geil, noch schön, noch lieb. Es ist einfach. Das ist dieses Unkonditionierte. Ja, aber letztendlich ist es halt doch wieder das, was du draus machst. Absolut, nur. Nur. Und das ist eben das, was die wenigsten wirklich verstehen und erkennen, dass ich aus einem Arschloch einen Liebhaber machen kann. Ich kann das machen. Klar. Ich kann alles machen, ja. Und so geht auch Heilung. Heilung funktioniert genauso. Es funktioniert alles auf die gleiche Art und Weise. Aber zuerst muss ich wissen, dass ich die bin, die es macht. Richtig. Dass ich die bin, die dich sieht, dass ich die Welt einschätzt, dass ich die bin, die mich crazy macht, wenn ich sage, zuerst muss ich das machen, das muss ich machen. Weil ich mir nicht erlaube, einfach nur die zu sein, die sagt, ich will es aber so haben und ich bin die, die es so hat. Und das geht so schnell. Es ist meine einzige Aufgabe, die zu sein, die das Leben führt, die das Leben sieht, die das Leben spürt, wie sie das gerne hätte. Ja. Mehr muss ich gar nicht tun. Nein, das geht wirklich einfach. Und wie du sagst, es ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung triffst du jetzt. Und jetzt bist du es auch. Ich bin es nicht morgen, ich bin es jetzt. Weil ich kann nicht, es heißt ja nicht, ich werde sein, sondern ich bin. Ich bin jeden Moment, bin ich etwas. Genau. Und entweder bin ich es unbewusst, dann bin ich mein konditioniertes Sein. Dann bin ich halt das Arschloch, das meine Eltern irgendwie gesehen haben. Und die Unfähige, bla bla bla, nicht? Genau. Die zur falschen Zeit geboren wurde und das Leben versaut hat. Ja. Oder ich bin einfach diese gottgewollte, absolut jederzeit erwünschte, perfekte, am richtigen Ort zur richtigen Zeit Frau. Du mal. Ja, richtig.
Ja, also es kann wirklich einfach sein, oder? Also eben. Ich denke mal, wenn man es verstanden hat, dann ist das ein Lifestyle, wie die Pippi Langstrumpf hat, oder? Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ja. Es ist so, und genau darum geht es. Es geht ums Verstehen. Es geht um dieses Prinzip zu verstehen und es nachher zu verkörpern. Richtig. Und es geht nicht um Übungen, es geht nicht um Om Shanti, es geht nicht um Schneidersitz, keine Ahnung, es geht nicht um Astrologie, es geht nicht um Wahrsagen, es geht nicht um Channeling, es geht um nichts von das geht. Und es gibt so viele Menschen, die auf der Suche, die begegnen dir wahrscheinlich auch immer, auf der Suche nach Lösungen oder aus der Suche nach dem Leid, irgendwelchen Leuten aufsitzen, die ihnen sagen, ja, du musst aber genau das so machen, wie ich es dir sage. Und da kriege ich echt einen dicken Hals, weil du machst es so, wie du es willst. Du setzt das Prinzip, du verstehst das Prinzip, du setzt das Prinzip so um, dass es für dich stimmt. Und Ja, genau. wenn du Yoga dazu haben willst, dann nimm Yoga Mach das. dazu. Ja, Mach das gerne. Oder keine Ahnung, das wenn sind du einfach dir Hilfsmittel, Das ja. sind Hilfsmittel, sind Permission Slips, die dir vielleicht erlauben, das so zu sehen. Aber diese Genau. bedingte Geschichte, die dir immer wieder verkauft wird hier und wo viel, viel, viel Geld gemacht wird damit, wo die Menschen in Abhängigkeit bringt und nicht in Muss. Freiheit, ist falsch. Es ist falsch. Es ist einfach die Human Design Lüge, wo die Menschen auch dazu bringt, Geld zu hassen. Auch, Übrigens. ja, auch. Und das sind halt immer diese Bedingungen, die dann so, ja, nur erst wenn du das gemacht hast, dann das. Ja. Also es ist halt dieses, ja, das sind Bedingungen, ja. Und ich Wenn du finde, deine Vergangenheit aufgeräumt hast, dann. ja, genau, klar, aber stimmt, also es stimmt dann schon, wenn ich das glaube, dann ist das so natürlich. Ja, wenn Ja, ich davon klar. überzeugt bin, ich muss zuerst meine Vergangenheit oder ich muss mein inneres Kind heilen, damit ich dann in einer glücklichen Beziehung sein kann, dann ist das so, weil ich das glaube. Richtig, aber warum soll ich glauben, dass ich erst irgendwie 200, sage ich auch immer ganz disrespektierlich, 200 innere Kinder heilen muss? So viele. Oder Ich habe eins, 2000? das Ich meine, es gibt reicht. Leute, die heilen seit Jahrzehnten innere Kinder. Ja, nein, ich weiß, was du meinst. Ist auch ein Spiel, ja. Also ich bewerte das nicht, wenn jemand Spaß daran hat. Wer weiß, was ich in anderen Leben auch schon gemacht habe. Oder selbst in diesem Leben Wer weiß, ob versuche. es überhaupt andere Leben gegeben hat? Vielleicht ist auch alles nur eins. Absolut. Also für mich spielen, ja, das ist immer so dieses Problem. Ja. Vom Kopf her denken wir ja linear. Also hier ist die Vergangenheit und das ist die Zukunft. Aber es gibt nicht Zukunft und Vergangenheit. Alles geschieht jetzt. Ja, es Genau. geschieht alles genau jetzt. Und die Inkarnationen, wenn man von denen sprechen will, geschehen auch alle jetzt. Also alle deine Leben Deswegen muss sind ich auch jetzt. keine Rückführungen machen, weil wohin will ich Nein. mich denn führen, Ja, das sind wenn auch es nur nur jetzt Zustände. geht? Das sind alles Geschichten in meinem Kopf. Und Richtig. deswegen sagt ja auch Neville Goddard, sagt ja, your imagination is God. Also deine Vorstellungskraft ist Gott. Also ist es so, wie es ist. Und wenn ich 100.000 Reinkarnationsrückführungen machen will, dann bin ich nur in meiner Imagination. Ich bin nirgendwo anders. Du kannst nur dort sein. Ich kann nur dort sein. Und wer da drin ist, ob du jetzt da drin bist gerade und nie wieder da drin, das entscheide ich. Ja, im Endeffekt bin ich, das ist ja auch das Schöne daran, du bist ja dieses Bewusstsein und alles ist in dir enthalten. Alles, also ich bin auch in dir enthalten. Weil logisch, Ja, aber ja? keiner kann es vorstellen, aber du bist als Vorstellung in mir enthalten, in Richtig. meiner Welt. Und es Richtig. hat 0,0 mit dem zu tun, was du wirklich bist. Das ist deine Vorstellung darüber, Das was ist du über meine mich hast. Vorstellung darüber. Aber ich kann jetzt wählen, nehme ich dich, deine Human Design Vorstellung, die ich jetzt so habe, weil Männer mit schwarzen Haaren, die sind natürlich, was weiß ich nicht was in meiner Welt. Oder nehme ich für mich halt deine Divine, deine göttliche, reine, unkonditionierte Sein und nimm das in meine Welt. Dann kann ich auch aus dir eine blonde Puppe machen, wenn ich will. Nee, das geht nicht. Na klar Ich will aber keine blonde Puppe sein. Ne? Ja, ich weiß, was du das. Da ist meinst. keine Klar. Wahl. Wenn ich dich als blonde Puppe sehen will, bist du eine blonde Ja, Puppe. in deiner Welt ist das so. Absolut. Aber schau, da beginnt es ja schon. Oft Free Will, ja, freier Wille. Und Da das hast ist. du nicht. Wenn ich sage, du bist eine blonde Puppe, da kannst du dich aufregen und wie Rumpelstilzchen in der Luft zerreißen. Du bist eine Genau, blonde Puppe. in deinem Universum ist das so.
Genau. Absolut. Aber das ist das Lustige so, ne? Dass, ja, aber wie kann das sein, dass sie einen freien Willen hat und du nicht und du hast trotzdem einen freien Willen und sie nicht? Ja eben, das ist zu kompliziert für unseren Kopf. Verstehe einfach nur das, in deiner Welt hast du freien Willen. Aber ich finde es gar nicht kompliziert, weil wenn du ein paar Fragen stellst, ja, wenn ich dich jetzt frage, wer sieht es, musst du sagen, ich. Ja klar. Wer sieht mich? Ich. Wer meint's? Ich. Ja, ich sehe immer ich. Ja, ganz es klar. Ist immer ich. Also egal, welche Frage du stellst, es ist immer du. Wer hat die Meinung? Wer hat die Ansicht? Du musst immer sagen, ich. Und dann ist es so klar, dass ich alles mache. Ja? Absolut. Weil absolut. Wenn die Antwort immer ich ist und egal, was für eine Frage du stellst, auf diese Art und Weise, muss ich immer sagen, ich. Ja, es kommt immer wieder auf dich zurück. Alles fällt auf dich zurück. Weil es halt ich sehe, weil ich es wahrnehme. Richtig. Du nimmst es für wahr. Ich nehme es für wahr. Und deswegen, es ist meine Wahrnehmung. Richtig, ja. Und die kannst du nicht verändern, wenn ich dir nicht die Erlaubnis gebe. Du kannst mir ein Ohr abkauen. Wie Mike Tyson. Ich sage, meine Wahrnehmung bleibt so, wie sie ist. Ich muss nicht abweichen. Und das ist eben das, wenn das Human Design anfängt zu manipulieren und zu kontrollieren, weil ich eben hier nicht verankert bin in meinem Divine Design, lasse ich mir eben einen Bären aufbinden, lasse ich mich eben gern verarschen, lasse ich mich eben gern in Konditionierungen und Bedingungen und Zusammenhänge reinquatschen. Ja. Weil du kannst nur... Du musst Betriebswirtschaft studieren, damit du ein erfolgreiches Business haben kannst. Oder bla 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 bla. Ja, das sind also diese Fremdbeeinflussungen. Und das sieht man ja sehr schön in der Welt. Ja. Ist so. Ich finde, seit 2 Jahren sieht man das sehr gut. Und auch, was Nevi sagt, eine Annahme, selbst wenn sie falsch ist, wird durch Beständigkeit zur Tatsache. Ja, also wenn ich halt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin erfolgreich, aber ich kann es jetzt vom Kopf noch nicht glauben, ja, aber wenn ich das immer wieder wiederhole, immer wieder in diesen Zustand gehe, auch wenn es noch nicht wahr ist, es drückt sich dann trotzdem aus. Genau, und das in diesen Zustand gehen. Das heißt ja, Zustand ist ja living from the end, ja, aus diesem Endzustand heraus, denken, fühlen und ich muss nicht mal überlegen, was handle ich, weil das kommt gleichzeitig, ja, ich muss nicht wieder in den Kopf zurückgehen und dann überlegen, was soll ich machen. Aber wenn ich in diesem Zustand bin und einfach drauf bestehe und beharre, kann ich eben genauso wie der Typ, der mich scheiße behandelt, kann ich eben nicht aufhören, die richtigen Aktionen zu machen. Richtig. Die richtigen Handlungen zu machen. Das kommt einfach. Und wenn ich halt in diesem Zustand bin, dass ich glaube, dass da draußen eine Welt ist, die gegen mich ist und ich mich die ganze Zeit wehren muss, dann kann ich mich nicht wehren. Dann ist es so. Es geschieht nach deinem Glauben, ja, nach deiner Überzeugung. Ja. Dann drückt sich das aus. Und was halt auch wichtig ist, finde ich ja, die Unterscheidung zwischen Innenwelt und Außenwelt. Weil die Innenwelt geht immer voran, ja, und die Außenwelt, die folgt. Was ist denn für dich die Innenwelt? Die Innenwelt ist für mich das, was ich bin. Das ist das Bewusstsein, Imagination. Okay? Und die Außenwelt ist das, was ich ausdrücke. Das ist die Projektion. Natürlich ist es Innenwelt und Außenwelt. Wie ist die Innenwelt? Wirklich? Wie kommst du dahin? Machst du eine schamanische Reise in die innere Unterwelt? Unbedingt. Jeden Morgen mache ich das. Ja, genau. Ja, ist eine gute Frage, was du da sagst. Ja. Ja, deswegen finde ich ja auch gut, Bewusstsein, unter Bewusstsein kann man sich nicht so viel vorstellen. Aber Vorstellungskraft, aha, das ist meine Vorstellungskraft, da kann ich mir was vorstellen. Und ich stelle mir immer was vor. Ich kann mir nicht was vorstellen. Ich bin mir permanent in der Vorstellung. Ja, und Vorstellung ist eben Meinung. Vorstellung ist eben Ansicht. Richtig. Vorstellung ist eben Glauben und Denken. Ja. Das ist Vorstellung. Ja. Und aus dieser Vorstellung, deswegen sind es diese Determinanten, wo ich immer wieder hingehe bei den Leuten und sage, wieso glaubst du das jetzt? Wieso stellst du dir das vor? Wieso meinst du das? Wieso glaubst du, da ist ein Zusammenhang? Und das ist für mich die innere Welt. Und diese innere Welt fühle ich. Ja. Fühle sie.
Und wenn ich mich scheiße fühle, dann weiß ich, dass da irgendwo was nicht stimmt. Genau. Und das ist der Kompass, ja. Und mein Gefühl kommt aus meiner Vorstellung. So ist es. Anders geht's nicht. Nur. Ja, und das ist auch gut, wenn du sagst, wenn ich mich scheiße fühle. Ja, genau. Also, wenn ich unglücklich bin, also mich scheiße fühle, dann frage ich mich, okay, was will ich denn stattdessen? Weißt du, ich gehe da nicht mehr, oh mein Gott, ich bin so ein Armer und tralala und ich muss das noch auflösen und hier und bla bla. Nein, es geht schneller. Ich frage mich, was will ich denn stattdessen? Ah, okay, das. Ja, und dann stelle ich es mir vor. Dann musst du wissen, wie denke ich, wenn ich das habe? Was habe ich für Meinungen, wenn ich das habe? Was habe ich für Ansichten, wenn ich das habe? Und so weiter. Weil sonst ist es, dann ist es nicht in Alignment, dann stimmt es nicht. Dann ist es wie ein energetischer Das stimmt einfach nicht. Aber wenn ich das wirklich verkörpere, und dann spüre ich das, wenn ich es wirklich verkörpere, dann spüre ich es mit einer Selbstsicherheit, mit einer, ich bin erhaben über den Bullshit. Absolut. Ich bin sowieso unantastbar. Dann splittert alles, was energetisch mit mir kein Match ist. Wieso, weißt du, wie diese Fliegenteiler. Prallt dann von dir weg. Diese Fliegenteiler, weißt du, wenn die Fliege in so einem Tennisschläger-Ding reinfixiert. Genau. Geht's dann. Es gibt immer so tolle Geräusche. Ja, genau. Aber die Zeit kommt ja bald wieder, genau. Aber ja, das ist gut. Das stimmt. Das sehe ich auch stimmt. So. Ja, das ist so. Und es ist halt eben auch wichtig, wisse, was du willst. Hat ja auch Nöbel immer wieder gesagt, wisse, was du willst. Und sei so spezifisch wie möglich. Ja. Viele wissen es gar nicht. Oder ja, ich möchte eine Beziehung. Okay, aber was für eine Beziehung willst du denn? Ja, keine Ahnung, ich will halt einfach eine Beziehung, ja. Weißt du, was ich dann frage? Ich frage, warum? Ja, das ist auch gut. Ja, weil es geht ja, warum willst du Gefühle. Eine Beziehung? Hm? Und dann kommen meistens, ja, weil, damit ich nicht so allein bin und so weiter. Und dann sag, warum fühlst du dich allein? Mhm. Ja, weil ist keiner da, wenn ich nach Hause komme und so weiter und so fort. Und dann ist es einfach ein Seinszustand der Einsamkeit. Und dieser Seinszustand der Einsamkeit, der kann nur eine Beziehung anziehen, in der du dich auch einsam fühlst. Ja, selbst wenn du dann mit dieser Person zusammen bist, du fühlst dich dann trotzdem einsam. Du kannst Polygamie machen. Ja, du kannst polygam sein und dich trotzdem einsam fühlen. Ich kenne so einen Bekannten von mir, der ist polygam. Das heißt, er hat zwei Freundinnen, aber er fühlt sich total allein. Ja, also und er hat noch nie in ein Coaching bei dir investiert. Noch nicht. Weil so viele Frauen kann er wahrscheinlich überhaupt zeitlich gar nicht unterbringen, dass er sich nicht mehr einsam fühlt. Ja, aber er möchte auch kein Coaching. Er glaubt nicht an das, was ich da vermittle, aber muss er auch nicht. Aber das Spannende ist dennoch eben, man kann sich halt, ja klar, also wenn ich mich halt einsam fühlen oder ich im State bin, ich bin einsam, ich bin getrennt, ne? Dann drückt sich das aus. Und das Leben ist eben nicht unfair, das Leben ist total fair, weil es mir einfach nur meine Annahmen widerspiegelt. 100%. 100%. Ja, wirklich 100%. Also, ich bin mein ganzes Leben zurückgegangen. Ich habe ich auch immer wieder, wenn mir Situationen einfallen, ich bin ja mittlerweile so neugierig, ich habe gar keine Angst mehr, irgendwo hinzuschauen und denke mir, wer warst denn du dann? Na ja, klar, musste ja so sein. Na ja, klar, dein Mann musste dich ja verlassen. Ja. Na ja, klar, die mussten dich ja anlügen. Ja, ja, klar. Also, das mache ich mittlerweile auch so. Und dann sage ich, oder in die letzte Beziehung, ja, ist ja logisch, dass sie mich verlassen hat. Ja, weil ich hatte da auch so eine Phase, okay, also, wer will mich denn schon? Oder ich kann nicht genug bieten als Mann. Klar, dann ist sie ja gegangen, ja. Weil sie musste gehen. Also, nicht, dann habe ich sie halt weggepusht. Ja, ja genau. Und das, aber das ist, eben auch hier, ich brauche nichts irgendwie zu entschuldigen, zu vergeben, auch nicht. Merke einfach, ah, okay, das war halt einfach mein Selbst ausgedrückt damals. Ja, so habe ich halt. Wenn ich halt weiß, ich kann es ändern, muss ich ja eigentlich überhaupt kein Drama draus machen. Genau. Sondern ich mache mich an die Arbeit. Richtig. Ich meine, theoretisch kann ich einen Seinszustand von einem Moment zum anderen verändern. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich möchte ja einen veränderten, stabilen Seinszustand. Genau, es geht um den stabilen Status. Oder? Ja. Sondern ich möchte wirklich stabil sein. Ich möchte sicher in meinem neuen Seinszustand angekommen sein und den verkörpern. Ja. Und das geht halt nicht von einem Moment auf den anderen. Nein, das ist Beständigkeit. Das ist halt wichtig, diese Beständigkeit.
Weißt du, ich deswegen finde. Ist es ja auch so eine Nepp, ja. Wenn ich behaupte, keine Ahnung, ich kann mit dir ein Heiling machen, mache ich auch, ja. Ich mache auch Divine Healings, eine Modalität, die ich selber entwickelt habe für mich, um eben einen Seinszustand vom einen Moment auf den anderen zu verändern. Super. Aber das ist der Eingang, das ist die Tür, das ist der erste Schritt in die Tür. Aber da habe ich noch lang keine Beständigkeit. Sondern ich muss wiederholen und wiederholen und wiederholen, seinen Zustand verändern, Scheiße aufräumen, Klo putzen, bis es beständig ist. Und diese Arbeit sind viele Menschen einfach nicht bereit zu tun, weil sie ja immer noch glauben, wie ich übrigens auch früher, kommt der Heilige Geist, gell? Und dann erlöst du mich und alles ist weg und ich bin neu. Und auf den habe ich gewartet. Das ist einfach nicht gekommen. Ja, bei mir auch noch nicht. Also die außerirdischen Freunde kommen nicht. Nein, das ist so, hast du absolut recht. Es ist ein Never-Ending-Job. Never-Ending. Definitiv, aber der macht Spaß, weißt du? Der macht Spaß. Er macht Spaß. Es ist nicht in dem Sinn Arbeit. Für viele ist halt Arbeit auch impliziert mit Anstrengung. Genau. Und Anstrengung ist halt das, was du tunlichst vermeiden sollst bei dem. Weil wenn ich will, ich muss jetzt, und das macht auch keinen Spaß. Ich mache keine bewusste Autosuggestion, wenn ich das Gefühl habe, ich muss sie jetzt machen. Dann mache ich sie nicht. Ich stelle mir immer Fragen, ja? Ja. Ich stelle mir immer Fragen, wer bist denn du jetzt? Was glaubst denn du jetzt? Was willst denn du jetzt? Also ich bin da wirklich so richtig kommandomäßig unterwegs mit mir und stelle mich meinem Scheiß, ja? Genau. Und das geht halt viel, viel schneller, wenn ich dann schon merke, dann habe ich diese innere Konversation mit mir, wo ich dann Klarheit schaffe. Das ist eben das auch, was ich den Leuten beibringen will, dass sie das selber machen, ja, und wissen, wie sie das halten müssen. Das ist leicht, wenn ich das mit jemandem mache. Aber Ziel ist es ja, dass man selber kann. Im Alltag, ja. Immer. Und das gibt eben dann die Stabilität. Ja. Ja. Und deswegen ist es halt ein Training. Es ist, dann nennt es Training und nicht Arbeit. Ja, ich weiß auch kein besseres Wort, aber es ist ein Training. Ja, ich suche auch noch ein Wort. Der Training finde ich gut, ja. Ja, oder es ist ja einfach, Neuville hat das immer mit Wohnungen verglichen und Zustände sind Wohnungen. Ja. Wenn ich jetzt 30 Jahre in der Wohnung von ich bin ungenügend war, ja, dann ist es natürlich zu einer Gewohnheit geworden. Jetzt habe ich Neuville gelesen und weiß, ich kann Zustände wechseln. Cool. Dann gehe ich jetzt in die Wohnung des ich bin gut genug oder ich bin liebenswert. So. Wie du sagst, ein Zustand zu wechseln geht so schnell. So schnell bin ich in dieser Wohnung. Jetzt bin ich in dieser Wohnung, ich bin liebenswert. Okay. Fühlt sich noch komisch an, weil 30 Jahre war ich in der anderen Wohnung. So. Aber irgendwo, ja, ich kann es noch nicht glauben. Okay. So, wann wird das dann zu einem Glauben? Was muss ich tun? Ja, immer wieder öfters in dieser neuen Wohnung sein. Und je mehr ich in dieser neuen Wohnung, in dieser Stimmung eintauche, umso mehr werde ich zu dieser Stimmung. Und dann drückt es sich aus. Ja. Deswegen reicht es nicht, und das muss ich auch den Leuten immer wieder sagen, es reicht nicht, einfach nur den Zustand zu wechseln. Und deswegen ist diese Spontanheilung oder was weiß ich nicht, was immer versprochen wird, Spontantransformation, ja, aus einer Meditation raus und dann plötzlich so hyper sich fühlen, das ist absolut möglich. Das ist auch ein Zustand. Es ist ein Zustand, ja. Aber ich brauche Tools, damit ich dort bleiben kann, respektive, dass ich, wenn ich rausrutsche, dass ich dann wieder zurückkomme. Und da muss ich mich halt managen, handeln selber. Und das muss ich lernen und das muss ich wirklich einfach strikt machen. Ja, ja, definitiv, definitiv. Das ist halt dieses beständig sein. Also seit ich Neuville kenne, bin ich total beständig. Es fällt mir leicht. Wenn es mal nicht ist, dann ist es auch nicht schlimm. Nein, auch da gibt es, ich liebe mich dafür, wenn ich es mal nicht bin. Ja, also. Einer meiner größten Erfolge in meinem Coaching ist ein Satz. Willst du ihn wissen? Gerne. Macht ja nichts. Ja, genau. Ja, ich sag's so. Macht ja nichts. Macht auch nichts.
Und in dem Moment, wo du wirklich weißt, dass es nichts machst und dich genau von diesem Zustand, wo du glaubst, dass es vielleicht irgendetwas machen würde, komplett distanziert, dann macht es halt definitiv auch gar nichts. Es hat keine schlechten Konsequenzen, es passiert nichts, es ist nichts gegen dich. Da läuft nichts. Du machst Scheiße und du sagst, macht ja nichts und vergisst es, ja? Ja, genau. Komplett, also nicht ignorieren, sondern einfach wirklich wissen, ich sage, was hier in meiner Welt aktiv und einflussreich ist. Und wenn das nicht, wenn ich sage, dieser Incident, der war nichts, dann kann ich den wie verkapseln. Weg. Ja, genau. Eben. Das ist ja der logische Verstand. Also du musst das Prinzip verstehen, dass du dir erlauben kannst, es so zu tun. Weil dein logischer Verstand würde sagen, aber die ist ja doch ewig böse. Schau mal, wie du die beleidigt hast. Bist du vor den Karren gefahren? Nein. Aber wenn ich in dem Moment sage, die Situation war anders, das war super, das ist mein Fan. Ist das so? Dann hast du revidiert. Habe ich revidiert und dann ist es so. Das nur die meisten revidieren halt dann wieder zurück. Ich weiß. Ich weiß, ja. Ja, das mache ich sehr gerne. Und die Revision ist eigentlich so einfach. Ne? Also jedes Mal, wenn ich halt dann zu Bett gehe, frage ich mich, also gehe ich halt nochmals den Tag durch. Okay, das hat mir nicht so gefallen. Revidiere ich es und dann ist gut. Weil die Vorstellungskraft ist die einzige Realität. Punkt. Das interessiert mich nicht, was scheinbar passiert ist. Da muss ich halt aufräumen, da muss ich sauber machen, da muss ich nichts drin lassen, was mir nicht gefällt. Genau. Da muss ich nicht damit dealen. Putze. Ja, aber weißt du, für viele ist das so anstrengend. Ach, ich habe keinen Bock, mir immer was vorzustellen. Und ich muss ja auch zur Arbeit und sage, schau mal, du stellst dir immer was vor. Ja. 24/7, du kannst nicht mal die Stopp-Pause oder die Pausen auf Pause drücken. Das kannst du nicht. Ne? Du bist ständig, 24/7 bist du. Du bist Glaubst Imagination. Du da, dass wenn wir sterben, unser Herz aufhört zu schlagen, dann sind wir immer noch genauso unterwegs, glaube ich echt. Klar, logisch, dass du bist nicht dein Körper. Dass es nichts mit der Form, der körperlichen Form zu tun hat, sondern du kannst dich tatsächlich umbringen und dann bist du halt formlos, aber du machst genau die gleichen Dinge. Ja, absolut. Ich bin 100% sicher. Absolut, absolut. Und wenn ich jetzt sterbe, dann wieder komme, wenn man das mal so sagt, komme ich wieder in diesem selben Zustand, in dem ich gegangen bin. Und deswegen lohnt es sich auch, das Gesetz anzuwenden nach Nöwigodat, wenn du 80 bist und das Gefühl hast, okay, ich lebe nicht mehr lange. Egal, der Zustand drückt sich auch dann aus. Das ist, selbst wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, egal. Ich kann jetzt in diesen Zustand gehen. Und das ist Freiheit. Was sagst du zu Dualseelen? Ich habe einige Kundinnen, die sind da wirklich down the rabbit hole galoppiert. Viel, viel Geld verloren, weil ihnen eingeredet worden ist, eben, hast du vielleicht auch Leute schon gehabt, denen eingeredet worden ist, ja, das ist die Dualseele und deswegen musst du leiden und Schlimm, also, oder? Machst du da einen Unterschied zwischen Dualseele und, was gibt es noch, Zwillingsseele? Oder ist das für dich dasselbe? Ich weiß es nicht. Für mich ist das gar nichts. Für mich ist es eine Vorstellung, die mich einengt und die mich unterdrückt und die mir meinen freien Willen nimmt und die mich in Abhängigkeit und Leid. Auch diese treibt. Vorstellung, was ja viele haben, ich habe noch meinen Seelenpartner nicht gefunden, so quasi die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Für mich, es gibt nicht nur eine mögliche Frau, es gibt viele mögliche Frauen oder Beziehungen. Entscheid halt, du weißt, was ich meine. Ist, Punkt. Ja, genau. So, und es begrenzt absolut, diese Vorstellung begrenzt halt sehr. Oder wenn ich halt auch, ich habe auch schon von Leuten gehört, oh, mit Duase, dann hast du nur immer Ärger. Ist zwar schön, aber du hast immer nur Ärger und Drama. Und so, okay, willst du das glauben? Ja, und wieso hast du Drama und Ärger? Das ist ja die Frage. Weil du das glaubst. Weil du das glaubst und weil du da einen Pushed Out hast. Ja, genau. Weil du da einen Pushed Out hast, der dir einfach deine ganze innere Vorstellung von dir selber, von deinem Selbstkonzept, von deinem Selbstbild, und ich nenne es wirklich immer lieber Selbstkonzept, weil bei Bild denkt man immer wieder nur an Ansicht oder so, sondern es geht ja so viel mehr. Es sind ja so viel mehr Determinanten. Es ist wirklich ein tatsächliches Konzept über mein Sein. Das ist ein Konzept über dich. Ja, was du über dich als Frau hast, über das Leben, über die Männer und tralali, tralala, all das macht dich dann halt aus und du hast Millionen von Annahmen. Genau. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, du musst an deinen
Glaubenssätzen arbeiten, das Nein. ist nicht so kompliziert. Das ist so mühsam. Habe ich früher auch gemacht, also bevor ich bei Növin war. Ja, ich habe an meiner Vibration gearbeitet. Ja, ja, auch das. Oh, die müssen die beste Schwingung haben und so. Ich weiß nicht, wie viele tausend Franken Euro mich das gekostet hat, diese Vibration-Geschichte nachzuvollziehen. Ich bin nach Portugal gereist und allen möglichen Dingen. Ja. Deswegen, also deswegen macht mich das auch heute zu so einem guten Coach, weil ich war wirklich in jedem verdammten Hasenloch drin, ich schwöre das. Auch. Da teilen wir dieselbe Geschichte. Ja, also seit 12 interessiert mich ja auch dass die Spiritualität und so, oder habe ich zumindest angefangen mit Murphy und so. Und ich habe auch alles gemacht, Reiki und wie es alles heißt. Und das ist auch gut, ja, ich kann jetzt auch meine Klienten verstehen. Ja? Und dieser, genau. Es ist sehr verführerisch, das Ganze. Also dieser Markt ist so breit, aber es hat auch viel Bullshit. Ne? Also, und es also geht einfach. Es hat ja in vielen Sachen, hat es ja eine Wahrheit, ja? Absolut. Es hat ja viele Dinge, wenn du überlegst, okay, was ist die Funktion von ja. all diesen Sachen, ja? Und diese Funktion ist tatsächlich, dass du den jetzigen Seinszustand dir erlaubst zu verlassen, mhm. ja? Mhm. Und das ist super. Nur dann hast du deinen jetzigen Seinszustand verlassen. Du hast aber keinen neuen Seinszustand kreiert, in den du gehen kannst. Dann gehst du wieder in den Alten. Und dann gehst du halt wieder zurück. Immer. Immer. Das ist, weißt du, das, du bist ja auch schon lange unterwegs als Coach. Und das mit den Blockaden, das war interessant. Früher hat man ja gerne Blockaden gelöst, oder? Ja, wieso? Immer noch. Ja, ja, emotionale Blockaden. Emotionale Blockaden lösen. Genau, aber das Problem war, ist egal, was für eine Blockade, das Problem ist halt so, du hast eine Blockade, du gehst zu einem Heiler, er macht die Blockade weg und sie ist dann weg. Das Weil Problem, du es ja kurz mal glaubst, ne? Das auch, aber ich sage, das wirkliche Problem ist, warum kommt sie wieder zurück? Weil du nach der Blockadenlösung nicht neu gewählt hast. Du hast quasi deinem Ego kein neues Spielzeug gegeben. Dieses Ego hat ja eine Blockade, ein Spielzeug, okay? Jetzt nimmst du ihm das weg, Blockade gelöst. Aber es hat kein Spielzeug mehr und es will spielen. Also holt es wieder sich das alte Spielzeug zurück. Wenn du dir kein neues gibst, wenn keinen neuen Zustand. Und ich sage auch, du lässt deinen alten Zustand nicht los, wenn du keinen neuen hast. Ja. Das ist Harakiri, das macht dein Verstand nicht mit. Nein. Der macht es einfach nicht. Du kannst nicht homeless sein, ja? Du hast immer eine Wohnung. Und wenn du keine neue hast, dann bist du halt in der alten Wohnung. Ja, und wenn es unter der Brücke deine Wohnung ist, dann ist es halt unter der Brücke. Es hat auch eine Wohnung, ja genau. Aber es ist halt immer noch eine Wohnung. Aber es ist halt nicht, genau, aber du kannst nicht zustandslos sein in dieser 3D-Welt von mir aus. Du hast da immer einen Zustand. Du bewohnst immer einen Zustand. Und du kannst deinen Verstand nicht verarschen. Nein. Du musst musst du nicht, aber du musst ihn aufklären, du musst ihn neu informieren. Mhm. So sage ich immer, dass er bei dir im Boot ist und dass er weiß, wo du hin willst und dass er dich dann auch dorthin führen kann. Mhm. Aber um ihn zu informieren, musst du halt wirklich kreieren. Du musst dir die Mühe machen, das einfach zu tun. Weil sonst bist du einfach in dem, was du kennst. Richtig. Immer wieder. Richtig. Ja. Und das ist am Anfang anstrengend. Total. Nee, also es, klar, das ist deswegen anstrengend, weil es halt noch keine Gewohnheit ist. Es fühlt sich halt nicht gewohnheitsmäßig an. Eben, es ist nicht dein Normal. Und Nein. das ist wie wenn du das Autofahren lernst und am Anfang, ich meine, wir mussten ja noch schalten, heute müssen wir ja nicht mal mehr schalten. Aber ja, aber ich liebe es zu schalten. Also ich finde es immer noch schöner. Aber genau. Und es ist anstrengend. Ist anstrengend, klar. Und heute, wenn du Auto fährst, du, oh Mensch, wo bin ich denn durchgefahren? Du warst schon in Gedanken, die du woanders. Genau, weil das einfach nebenher mitläuft. Und ist unbewusst. So ist es mit allem. Ja. Und wenn du das einfach mal auf den Tisch legst und es anschaust und sagst, okay, so und so funktioniert die Sache, jetzt mache ich das mal so, dass es so funktioniert, dass es für mich lustig ist, angenehm ist, freudig ist, spaßig ist, frei ist, ja, dann los. Ja, absolut. Und das ist so, wenn ich einen Wunsch habe, nehmen wir eine glückliche Beziehung, okay, und ich bin jetzt Single, aber ich muss nicht warten, um glücklich zu sein. Ich kann mir jetzt vorstellen, ich bin in einer Beziehung, weil in der Vorstellung bin ich es ja schon. Ich bin es. Das Gefühl ist dann dasselbe, wie wenn es dann im Außen auch kommt. Ich kann es jetzt vorwegnehmen.
Aber die Beziehung darf eben auch nachher nicht die Bedingung sein, dass du dir erlaubst, einen Zustand des Glücks einzunehmen. Wie meinst du das? Bedingungslos. Ah ja, gut, das auf jeden Fall. Bedingungslos. Der Zustand des Glücks muss bedingungslos sein. Ja, das ist klar. Aber nur das definierst du ja auch schon. Du definierst das ja auch in deinem Zustand. Was will ich? Und wenn du dann sagst, in der Beziehung ist es dann bedingungslos, dann ist es auch bedingungslos, weil du das vordefiniert hast. Du bist der Creator. Ja, und aber wenn viele Leute glauben, ja, immer noch, und ich meine, ich habe das auch alles geglaubt, ja, wenn ich viele Leute glaube, sage, dann ist es tatsächlich nicht so, dass ich das früher nicht geglaubt habe. Ich habe das alles geglaubt. Auf jeden Fall habe ich das alles geglaubt. Aber ich habe, dass dieser Glaube, dass irgendetwas durch irgendetwas mir ein Gefühl gibt, ist falsch. Ah, das meinst du damit, ja? Ja. Ja. Ich weiß, was du meinst jetzt, ja. Mhm. Ja, oder? Klar, dann machst du dich dann abhängig von XY oder was auch immer das ist. Genau, und dann bin ich abhängig. Und diese Abhängigkeit, die bringt mich eben auch wieder in einen Zustand der Abhängigkeit. Ich bin abhängig. Genau. Und egal wovon, ja. Das ist, es ist egal, ob es eine Droge ist, egal, ob es ein Mensch ist. Egal, egal ob es... Essen ist oder egal, ob es was es auch immer ist, wenn ich merke, ich brauche etwas, um zu. Ja, dann bist du immer in der Abhängigkeit. Dann bin ich in der Abhängigkeit, ja. Und dann bin ich nicht frei, ja. Und dann bin ich nicht in meinem Divine Design, sondern bin ich in meinem Human. Beim Kleinen, das. In meinem Kleinen, oh mein Gott. Brauche und so, dieses, klar, und wenn du halt im Brauchen bist, dann bist du nicht erfüllt. Und wenn du nicht erfüllt bist, drückst du das nicht aus, was auch immer du willst. Geht nicht. Klar. Ja, und so ist es. Und warum, ich frage dich jetzt, warum sollten sich Menschen begleiten lassen? Also für mich ist es halt immer, also sagen wir es mal so, wenn ich in einem Problem feststecke, ja, dann habe ich so nicht die Übersicht. Ein Coach hat mehr die Übersicht, der sieht das halt auf der Metaposition. Und ich als Coach kann ja nichts wegmachen, ich kann auch nichts verändern bei meinem Klienten, ich kann ihn einfach nur begleiten. Ich kann ihn zur Schwelle begleiten. Er muss dann trotzdem durchgehen. Er muss die Arbeit dann halt trotzdem selbst machen. Ja? Aber ich kann ihn trotzdem von meiner Sicht an, ja, ich kann ihn begleiten. Das finde ich schon gut. Man kann ihm. Ja, du siehst geben. Halt auch sein Bullshit im Kopf. Das auch. Aber schau mal zum Beispiel, ich habe ja auch meine Gruppe deswegen und ich poste jeden Tag, gebe ich die Inputs und ich wiederhole mich. Und andere sagen vielleicht, oh Mensch, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Ja, aber wir müssen es 1000 Mal hören. Ja. Weil wir sind genauso mit Bullshit durchzogen worden in unserer Vergangenheit. Du bist nicht gut genug und tralala. Du weißt ja, das hat man auch beständig gemacht. Ne? Oder jetzt, ich sage jetzt mal, diese Zeiten, 2 Jahre lang haben wir in der Tagesschau immer nur, jeden Tag dasselbe gehört. Die waren total beständig. Deswegen funktioniert es ja auch. Ja, genau. Also egal, ob wahr oder nicht wahr, um das geht es ja gar nicht. Aber was ich halt sagen will, ist, sie sind beständig. Und durch Beständigkeit kreierst du einen, nicht dein Zustand, der ist doch schon da, aber du kreierst halt die Prägung. Und das Witzige ist, was man übrigens jetzt auch da draußen sieht, Beständigkeit wirkt viel, viel besser wie Logik. Ja, absolut. Absolut. So viel logisch unlogisches ist Zeug, das ist irrelevant. Ja, total. Ja? Und wenn ich es trotzdem beständig behaupte, dann ist es eine Wahrheit. Eben genau. Und deswegen liebe ich ja diesen Spruch von Neville Goddard, eine Annahme, selbst wenn sie falsch ist, wird durch Beständigkeit zur Tatsache. Was auch immer falsch und richtig ist, und deswegen, das ist im Auge des Betrachters. Nehme ich beständig an, dass wenn wir hier so weitermachen, dass die Leute sich nicht mehr irgendwie verarschen oder blenden lassen, sondern wirklich die innere Arbeit tun, um das zu erreichen, was sie möchten und ihre Wünsche. Und dann glaube ich, dass wirklich die Welt sich verändert. Ich bin mir ganz sicher. Ich auch. Weil everyone is you pushed out. Und wenn ich dann genügend Leute habe, die eben genau das outpushen, dann muss sich das zeigen. Das auch. Und in deiner Welt, jetzt auch mit dieser Krise hier, ich mache mir da nicht so Sorgen, ich gehe immer ans Ende. Ich kann mir auch vorstellen, in 10 Jahren, wenn ich da zurückblicke, hey, alles ist gut gegangen. Und ich muss auch sagen, ich bin froh um diese 2 Jahre, die wir jetzt erlebt haben, weil wir als Menschen haben extrem die Möglichkeit, jetzt wirklich halt aufzuwachen, was du gesagt hast. Ja, mal wirklich so zu merken, aha, okay, ich fühle mich ja nur deswegen ohnmächtig, weil ich meine Macht abgegeben habe. Ne? Und ich kann sie ja wieder zurückfordern.
Das hat nichts mit der Regierung zu tun. Die ist nicht böse, sondern ich habe es ja zugelassen. Ich lasse es zu. Ich mache, also, verstehst du? Ja. Wenn wir alle sagen, nö, haben wir keinen Bock, wir machen da nicht mit, dann ist es so. Ja. Oder? Aber der erste Post, wo das rauskam, mein Post, da bin ich super stolz drauf. Stell dir vor, es ist Corona und keiner geht hin. Genau, das ist geil, habe ich auch schon gesagt, absolut. Aber das ist es ja, ich sage immer, Angst, zum Beispiel, Angst ist für mich, früher, ich hatte total viele Ängste. Ich habe mich halt mit Angst sehr auseinandergesetzt. Für mich ist Angst eigentlich kein Gefühl, sondern ein Signal. Ein Signal dafür, dass ich vergessen habe, wer ich bin. Weil wenn ich weiß, wer ich bin, mein wahres Selbst ist absolut angstfrei. Derjenige, der Angst hat, ist die Persona, aber nicht ich. Ja, ich weil du Angst. Halt ängstlich denkst. Ja, genau, das ist klar. Weil du nicht im Vertrauen denkst, weil du eben menschlich denkst. Ja, absolut, absolut menschlich, ja. Weil du menschlich denkst. Ja. Und sobald du dich erhebst über dieses menschliche Denken und dann diesen Verstand wirklich weiß, dass er sich zurücklehnen kann, dass er sich anlehnen kann, weil der Mensch hat nichts zu tun. Null. Null. Es ist auch nicht meine, ich sage auch immer, heute habe ich auch in der Gruppe geschrieben, die Manifestation ist nicht meine Angelegenheit, das ist Gottes Angelegenheit. Das heißt, mein Bewusstsein drückt das aus. Nicht ich als kleiner Manuel, oh, ich muss jetzt noch manifestieren. Ich muss gar nichts manifestieren. Null. Ich muss sein. Ich bin, genau. Und der Rest, das ist nicht meine Aufgabe. Das macht mein Bewusstsein von mir aus. Ich mache das nicht. Ich als Manuel mache das nicht. Das ist doch cool, oder? Also es ist super cool. Ja. Und ich habe erst letzte, ich bin ja noch, ich habe noch eine Skischule nebenbei und arbeite noch ab und zu mal als Skilehrerin und gehe Freeriden mit den Gästen, weil ich die Ausbildung habe. Und da bin ich mit zwei Gästen, bin ich auf den Gletscher gefahren und da war ich schon lange nicht mehr. Und es war alles anders, wie ich es kannte. Also, ich wusste keinen Weg, ich wusste nirgendwo, wo es durchgeht. Mein Kopf wollte schon anfangen und total durchdrehen und sagen, oh mein Gott, was hast du getan? Die Leute hier hingeführt, jetzt gibt es keinen Weg, hier geht es nicht durch, da sind Schneewächten, da sind Felsen, wo ist der Weg? Und das war so ein tolles Gefühl für mich, weil ich wusste, dass ich diesen Weg finde. Mein Kopf hat schon gesagt, oh, ich muss die Rega anrufen und wo soll der Heli landen und jetzt müssen die uns abholen und ja. Aber ich bin dann wirklich in einen Seinszustand des Wissens und der Sicherheit gegangen, weil ich gewusst habe, es gibt einen guten Weg hier runter. Mhm. Den gibt's. Du warst in der Lösung, ja? Genau. Und ich war quasi, ich bin dann wirklich auch aktiv gesagt, da unten kommen wir raus, weil ich wusste, wo wir rauskommen. Und dann bin ich Stück für Stück. Und es hat sich so ein gutes, sicheres Gefühl in einem unbekannten Raum ergeben, wo krass war. Weil dann sind meine Skigäste, die waren dann auch in meinem Raum. Die haben keine Sekunde lang Angst gehabt. Die haben sich super, super sicher gewusst, obwohl mein Mensch nicht wusste, wo er ist. Mein Mensch hatte keine Ahnung, wo der Weg durchgeht. Genau, und die haben mich gelobt, die haben so Freude gehabt. Das war für die so ein tolles Abenteuer und haben gesagt, wir haben uns trotzdem so sicher gefühlt. Wir haben uns trotzdem so begleitet gefühlt von dir. Du hast es so gut gemacht. Ja, aber das war nicht ich. Nein. Mensch hätte das nie gekonnt. Aber du warst das. Also das, was du halt in Wahrheit bist. Ne? Ja. Und es war für mich so ein unglaubliches Gefühl, wo ich plötzlich durch diesen Fokus in einer wirklich angsteinflößenden Situation für den, könnte man so sehen, so diese Ruhe gehabt habe. Und das sind diese Gefühle, die wir alle schon irgendwie kennen aus irgendwelchen Notsituationen. Ja, genau. Und das ist das Gefühl, wer wir wirklich sind. Ja. Das sind wir. Das. Und nicht irgendwas anderes. Nein. Ja, genau. Und das meinte ja auch, wir will immer wieder gehen, das erste Prinzip. Das ist ja dieses erste, er nannte das halt erstes Prinzip. Erstes Prinzip ist, ich bin. Das ist das, was du bist. Und dann, wenn du auch in der Zweifel bist, in den Ängsten, geh zurück. Geh einfach mal, ich sage auch viele, die dann in der Verzweiflung sind, ja, aber ich mache meine BA und ich mache das doch und tralala und ich richte mich neu aus. Die sind dann trotzdem so verkopft, sage ich, hey, entspanne dich, ja. Geh mal in die Entspannung, geh mal ins Nichts hinein, geh zu dir zurück. Ich arbeite eben viel wirklich mit Ansichten, Denken, Glauben, Meinen, Hinterfragen. Also für mich ist es ganz, ganz viel, ich sage, denk,
was denkst du gerade? Mhm. Und wo gehst du hin, wenn du das denkst? In welchen Zustand bringt dich das? In welche Überzeugung über dich und über die Welt bringt dich das? Weil wir müssen diesen Kopf neu informieren. Ja. Der muss neu denken lernen. Der muss neu, das Denken will Zusammenhänge haben. Ja, genau. Also gebe ich dem die neuen Zusammenhänge. Der kann nicht aufhören, alte Zusammenhänge zu glauben, wenn er nicht plötzlich was Neues glaubt. Ja? Wie wenn ich dir 100.000 Jahre lang gesagt habe, irgendwie rot ist rot. Mhm. Oder 2 plus 2 ist 4. Und plötzlich sage ich dir aber, nee, du, sorry, es ist 3. 2 plus 2 ist 3. Da bin ich verwirrt. Da bist du total verwirrt. Natürlich. Aber wenn jetzt wirklich 2 plus 2 3 ist und alle dir das sagen und du plötzlich aufwachst und denkst, scheiße. Das ist wirklich so. Alles ist falsch, was ich bis jetzt geglaubt habe, weil alle Rechnungen, die ich bis jetzt gemacht habe mit 2 plus 2 ist 4, scheiße, jetzt ist es 3. Es verändert sich alles. Mhm. Alles verändert sich. Die ganze Welt. Und das muss ich lernen, oder? Absolut. Aber es sind halt eben auch wieder deine Weltbilder. Und das ist auch ein Grund, weshalb viele sich trotz besseren Wissens nicht verändern wollen, weil ihr Weltbild hängt da halt mit zusammen. Ja. Und du musst bereit sein, das kollabieren zu lassen, das aufzugeben. Ja. Du musst bereit sein, das ist ja das, was in der Bibel sagt, du musst bereit sein zu sterben und neu geboren zu sein. Um wieder geboren zu werden, genau. Ja. Nikodeus oder wie. Ja, ich weiß, ich kenne diesen Abschnitt, ja. Ich weiß nicht, wo es steht, aber das ist ja zum Beispiel auch, was die Anita Morjani erlebt hat mit ihrem Nahtoderlebnis, oder? Das ist, und du musst nicht sterben, aber du musst bereit sein, deine alte Identität echt sterben zu lassen. Und alle Bedingungen, die an dieser alten Identität dranhängen. Also dein altes Ego muss sterben, das schon. Weil du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ja, genau. Weißt du, also ich kann ja nicht sagen, okay, ich bleibe der kleine Manuel, aber ich bin auch der große Manuel. Das funktioniert nicht. Aber wenn die Mama nur den kleinen Manuel lieb hat? Das ändert sich dann. Genau. Und warum? Das ist mal selbst ausgedrückt. Weil du sagst, ja. Du musst in dem Moment musst du nämlich sagen, und die Mama hat den großen Manuel noch viel lieber wie den kleinen Manuel. Genau. Weil sonst wirst du nie aufhören, den kleinen Manuel zu sein, wenn du glaubst, dass die Mama nur den kleinen Manuel liebt. Genau, das ist dann halt wieder hier den Schalter umlegen. Ne? Und das sind die wahren Blockaden. Das sind die wahren Blockaden, die die Transformation vermeiden, auf die du erstmal draufkommen musst, weil wenn irgendwo du das gar nicht weißt, dass du dich nicht verändern willst, weil du Angst hast, dass die Mama den kleinen Manuel nur lieb hat und den großen Manuel nicht. Dann stehst du dir am Bein. Dann ist es, das ist eine Blockade. Mhm. Absolut. Und deswegen machst du es dann auch nicht. Ja, ist ja auf klar. Gar keinen Fall. Das wäre ja dass schlimm. Die Mama mich lieb hat. Hallo? Ja, ja, klar. Und deswegen werden viele Leute nicht gesund. Deswegen werden viele Leute nicht reich. Mhm. Deswegen werden viele Leute in Partnerschaften unterdrückt und unglücklich. Mhm. Ja, versteckte Vorteile. Das sind Weil Vorteile. Sie eben irgendwie glauben, was, dass das doch besser für sie ist, als jemand anders zu sein. Ja, es wäre doch nicht gut, jetzt reich zu sein, weil dann bin ich auch wie die reichen Säcke, die Bösen, zu denen will ich nicht dazugehören. Ja. Also bei mir war das wirklich schlimm, weil ich habe Folgendes gehabt. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und dann habe ich irgendwie nebenher schon Unternehmensberatungen gemacht und so weiter. Ich wollte nie aufhören. Ich wollte nie aufhören zu studieren. Ich wollte nie arbeiten. Ja, kann ich verstehen. Mir Weil kein Spaß Arbeit macht. Ja scheiße ist, oder? Arbeit ist ja scheiße. Ich wollte nie arbeiten. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Skilehrerin zu machen. Das war toll, oder? Mhm. Das hat Spaß gemacht. Ja, genau. Und dann habe ich eine eigene Skischule gegründet. Aber ich wollte nie Businessfrau sein. Weil ich wollte ja doch die Skilehrerin sein. Die lockere, die coole, mit der du Skifahren gehst. Mhm. Aber ich wollte doch nicht die Businessfrau sein, die so starr ist und so steif und was weiß ich, was ich mir alles vorgestellt habe, ja? Ja, dieses Bild davon, ja. Und diese ganzen Bilder, die ich hatte. Hat dich abgeschreckt. Total. Mhm. Und wenn mir einer gesagt hätte, du bist Businessfrau, dann habe ich gesagt, nee, will ich doch nicht sein, ich will doch keine Businessfrau sein, obwohl ich irgendwie seit über 30 Jahren mein eigenes Business habe. Ja. Aber ich wollte niemals Businessfrau sein, nie. Das ist spannend.
Spannend, ja, total. Aber wir Ich habe verknüpfen immer halt das mit Business dem. gemacht und ich war aber nie Businessfrau. Und dementsprechend war ich auch nicht erfolgreich, weil ich ja nicht Businessfrau sein wollte. Ja, ich weiß, was du meinst, genau. Und das Du ist so versteckst dich dann. crazy. Das ist so crazy. Und du merkst es überhaupt nicht, ja? Du merkst gar nicht, wie du dich grindest, wie du schwer machst. Und es liegt einfach nur daran, weil du etwas nicht sein musst, was du glaubst, was du sein müsstest, damit das Leben leicht wird. Schön ausgedrückt, ja. Und deswegen denke ich, es ist so lohnenswert, sich auf diesen Weg zu machen. Ich nenne es die Divine Design Reise vom Human Design zum Divine Design. Du nennst es vom Arschengel zu Vater Gott oder zum Nee, 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 Erzengel. nee. Na, der Arschengel ist ja, ich bringe den immer wieder gerne, aber das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Der Arschengel ist ja ein Wortspiel von Robert Betz. Ja. Und er sagt halt zu den Menschen, die dich halt so triggern, so gemein und fies triggern, das sind halt die sagen ja, du bist ein Arsch, aber eigentlich sind sie Engel, weil ich finde halt immer meine Mitmenschen, die geben mir immer nur Geschenke. Weißt du, es ist entweder das Geschenk der Reflexion, sie reflektieren mein Selbstausdruck oder mein Selbstkonzept. Oder sie geben mir Informationen, ja, über ein Buch zum Beispiel, auch Wissen, sie können mir Wissen mitbringen. Das ist ein Geschenk. Und das andere Geschenk ist Motivation. Also sie bringen etwas in mir in Bewegung. Ja. Und das Wenn du es zulässt. natürlich, das sowieso. Das ist dann sowieso das Entscheidende, wenn ich es zulasse. Auch die Reflexion, ja. Wenn ich halt immer noch sage, nee, das hat nichts mit mir zu tun, das ist, dieser Mensch ist so, das hat nichts mit mir zu tun. Ja. Aber wenn jetzt jemand gemein ist, bin ich auch gemein zu mir selbst. Weil sonst könnt ihr nicht gemein zu mir sein, oder? Ich habe gemeine Vorstellungen gegen mich, Genau. gegen das Leben. Genau. Oder ich sage ja auch zum Beispiel, wenn mich halt jemand verlassen hat, habe ich mich ja auch vorher selbst verlassen. Ich habe mich nicht als Mann gewürdigt. Ich habe mich selbst nicht gesehen. Ja? Und dann muss mich eine Person verlassen. Und eigentlich kann sie mich auch gar nicht verlassen. Ja, aber Aber in dem eigentlich Moment. sag ich nicht, dass die Person dich, du wolltest diese Person verlassen, weil du dich verlassen gefühlt hast mit dieser Person. Und deswegen, Sicher. also Beides. Beides. beides, beides. 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 Also ich Niemand habe auch kann die mich Person verlassen, verlassen. wenn ich nicht will, dass die mich verlässt, die Person. Warum hat die Person mich verlassen? Weil ich wollte, dass die Person mich verlässt. Warum wollte ich? Das jetzt wird es interessant. Warum wollte ich, dass die Person mich verlässt? Weil ich nicht gut genug bin, weil niemand bei mir bleiben will, weil niemand zuverlässig ist, weil niemand mich unterstützen will und weil niemand für Genau. mich da ist. Genau. Und solange ich die bin ich halt Ja, die. da Werde muss ich es, aber es ist verlassen. eben beides. Also ich habe die Person dann auch verlassen, das stimmt, ja. Ich habe ihr auch nicht mehr das gegeben, was ich eigentlich bin. Weil wenn ich mich zum Beispiel klein mache, das ist nicht das, was ich bin. Ich bin nicht klein. Dann mache ich mich auch nicht dieser Person gegenüber zum Geschenk, weil ich nicht mein Strahlen dieser Person zeige. Ich halte ja meine Liebe zurück, also verlasse ich sie auch. Aber mich habe ich auch verlassen, weil ich mich selbst klein halte. Verlasse ich mich auch. Ja, aber du bist einfach in einem verlassenen Seinszustand. Absolut, Das ist absolut, es, oder? Und absolut. was sind die logischen Konsequenzen eines verlassenen Seinszustands? Genau das drückt sich dann halt aus. Das drückt sich dann halt aus, oder? Ja. Und wenn ich in einem kranken Seinszustand bin, Genauso. genau dasselbe. Was sind die logischen Konsequenzen eines kranken Seinszustands? Was heißt dieses krank? Das krank heißt, ich bin nicht, ich habe keine Kraft, ich habe Schmerzen, ich bin abhängig. Ja? Das macht diesen Seinszustand aus. Und dann muss sich das outpushen, es muss sich im Außen zeigen. Ja, Ich muss immer absolut. wieder ins Gesicht geschmiert werden, du bist abhängig, du bist nicht gut genug, du bist ein Fehler. Genau. Und das wird ja dann immer noch gespiegelt wieder, immer wieder gespiegelt. Und das Gemeine ist ja dann, weil es dir immer wieder gespiegelt wird, weil du ja in diesem Seinszustand bist, hältst du es noch mehr für wahr. Du reagierst darauf. Ja? Du reagierst emotional darauf und deswegen glaubst du, es ist so. Also es wird halt, die Überzeugung verfestigt sich immer mehr und mehr. Und dann wird es halt schwieriger, da rauszukommen. Nicht unmöglich, definitiv nicht, aber schwieriger. Ich habe eine Frau jetzt gehabt, mit der habe ich gesprochen und der habe ich das versucht, mal kurz zu sagen, eben dieser Opferzustand, Ja, ja. ja.
der Opferzustand, und das konnte sie wie nicht annehmen, dass sie Opfer ist, weil sie ja die ganze Zeit tut. Ja, weil sie macht alles, sie organisiert alles. Das glaube ich auch, ja. Sie ist für alle da, ja. Sie kümmert sich um alle, sie ist doch kein Opfer. Oder? Und das ist eben das Schwierige, dann zu verstehen, aber das, warum mache ich das alles? Warum bin ich für alle da? Warum habe ich das Gefühl, ich bin für alle verantwortlich? Das ist doch diese grandiose Frage. Weil ich glaube, dass ich ausgeliefert bin, wenn ich negative Konsequenzen zu befürchten habe, wenn ich all das nicht tue. Ja. Ja. Und dann bin ich ein Opfer. Genau. Aber wenn ich das sein will. Also ich sage ja, du kannst entweder Opfer oder Schöpfer sein, beides geht nicht. Nein, eben. Und deswegen das Opfer, ich bin sofort Opfer, wenn ich nicht Schöpfer bin. Ja, und sofort bist du Opfer, wenn du sagst, es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Und das ist auch das Geile, ja, wenn die Coaches immer sagen, es kann dir egal sein, was andere denken von dir. Mhm. Ja? Nein, soll es mir nicht, sondern ich soll denken, dass die anderen das denken von mir, was sich für mich gut anfühlt und was mir entspricht, meinem Seinszustand, den ich für mich gewählt habe. Weil das, wenn ich denke, die anderen denken irgendwas Schlechtes oder wollen mir was Schlechtes, dann bin ich in einem Seinszustand und kreiere mir lauter Figuren da draußen, die mir das beweisen. Ich stelle es mir auch, eben in diesem Moment stelle ich es mir ja dann auch vor. Oh mein Gott, vielleicht denkt die Person schlecht über mich. Ich stelle es mir ja gerade vor, dass sie über mich schlecht denkt. Und was ich mir vorstelle, ist real, weil Vorstellungskraft ist die einzige Realität. Nicht das Außen ist die Realität, das ist nur der Ausdruck davon. Das ist halt auch immer so etwas. Man muss einfach auch merken, wer bist du wirklich? Ich bin Imagination. Und das, und was ich mir jetzt vorstelle. Wenn ich das bin, dann kann ich so dominant sein, dass wenn du sagst, Patricia, du bist total bescheuert, dass ich mich fühle und sage, boah, der Manuel hat mir jetzt ein Riesenkompliment gemacht. Ja, genau. Ja, absolut. Weil dann habe ich sofort wieder geschwitzt. Irgendwo habe ich die Energie gehabt, wo du mir sagen musst, hey Patricia, du bist bescheuert, aber das macht ja nichts, weil ich kann sofort wieder switchen, und das mache ich eben mit dem Tool, indem ich einfach nur höre, wow, du bist aber eine tolle Frau. Richtig, und du kannst es deswegen als Kompliment nehmen, weil ja offenbar habe ich dann Interesse an dir, sonst hätte ich das nicht gesagt. Also was steht, Interesse ist ja auch so, ich finde es ja offenbar, finde ich dann dich interessant, weil sonst wäre meine Energie nicht bei dir. Egal, was ich zu dir sage. Ja, weil ich bin die wichtigste, einzigste, beste und schönste Absolut. Und wichtigste Person in meinem Universum. Deswegen kann die logische Konsequenz nur sein, dass du mir ein Kompliment machst. Ja, genau. Aber weil eben auch, das ist ja, meine Aufmerksamkeit ist bei dir, das ist doch ein schönes Geschenk. Habe ich ja kreiert. Genau. Weil ich so wichtig bin. Ja. Aber das muss ich kapieren. Und ich muss nicht deine Worte nehmen, die vielleicht irgendwie... Genau, es geht um die Energie dahinter. Es geht nicht um das Wort selbst. Und um meine Interpretation wiederum. Klar, und wenn du natürlich jetzt dich persönlich angegriffen fühlst, dann glaubst du das selbst über dich. Weil ich halt eine bin, die man angreift. Ja. Will ich die sein? Nein? Ich glaube nicht. Okay, dann nehme ich gerne dein Kompliment an. Ja. Oder? Und das sind so Sachen, das sind natürlich Tools. Wenn du da einmal reingegangen bist, klappt es mal besser, klappt es mal schlechter, mal bist du verletzt, fühlst dich, das passiert immer noch. Aber wenn natürlich. Du dann revidierst und nochmal hingehst, und das ist eben das Wichtige, dann gleich wieder revidieren, so wie du gesagt hast, du machst es am Abend. Ich versuche es. Also ich mache es. Ich gehe am Abend, das sicher du auch nochmals. Ne? Aber ich mache es auch, wenn ich jetzt gerade, ich habe ja immer Zeit. Ne? Dann, wenn es mir auffällt, okay, dann mache ich es auch gleich. Aber am Abend gehe ich einfach nochmal so meinen Tag durch. Das geht auch gar nicht lange. Ne? Ja. Habe auch immer mehr und mehr tolle Tage. Ich habe nicht viel zu revidieren. Aber ich kann es halt so machen. Nein, aber du kannst es, statt zu revidieren, gibt es ja auch das Tool zu potenzieren. Wie meinst du es mit potenzieren? Ja, das, was schon toller war, stelle ich mir noch toller vor. Ah, ja, genau, absolut, das ist ganz klar. Ja, absolut. Es ist jetzt schon toll, und wenn ich in dieser Energie bin, kann ich mir das als noch viel toller und noch viel toller vorstellen, und plötzlich bin ich in einem Zustand, wo ich vorher noch nie war. Genau. Also meinst du, Ala, wie kann es jetzt noch besser werden, oder? Ja, aber das geht mir auf den Ich weiß. Auf den geht es mir...
weil es mir scheißegal ist, wie. Weil es mir wurscht ist, wie. Wie interessiert mich gar nicht. Ich sage, es ist jetzt besser. Es ist noch viel geiler. Mhm. Oh, wow, noch geiler. Oh, da stelle ich mir noch was viel Schöneres vor. Wie? I don't care. Das Wie spielt auch hier keine Rolle. Das sagt ja auch Neville immer, das Wie. Wie ist völlig wurscht. Und ist einfach was. Dieser Access Consciousness, die ist da, wo die Menschen total auch wieder durchdrehen. Wie? Und dann der Verstand sagt, ja genau, wie denn eigentlich? Mhm. Du musst es nicht wissen. Es ist auch nicht meins, aber ich höre es halt immer wieder. Es ist momentan total in. Also ich höre es. Es sind ganz viele Sachen in. Ja, das ganz auch. Ganz viele Sachen in. Das und auch. Absolut. Mir geht es eben darum, dass in ist mir wurscht. Ich will das Zeug, das funktioniert. Mhm. Ich will, dass es funktioniert. Das ist mir auch hier wieder völlig egal, ob es in ist oder nicht. Ich untersuche nach dem Prinzip, was bringt es für eine Wirkung. Und dann untersuche ich eben, wie kann es noch besser werden? Dann untersuche ich das und dann sage ich, das Wie-Wort bringt es nicht. Ja. Das bringt es nicht, das Wie-Wort. Sondern deswegen untersuche ich das und dann sage ich, nö, das bringt es nicht. Aber es kann sein, dass es für andere was bringt. Definitiv, ja. Also ich eben, das sind halt Hilfsmittel und ich sage auch nicht, also ich will jetzt nicht sagen, das ist Bullshit für mich. Ja, funktioniert es nicht, genau. Aber es kann sein, dass es für dich oder für jemand anderen gut funktioniert, definitiv. Deswegen finde ich auch so bei den Tools, auch die Techniken von Neville Goddard, es sind Techniken, ist ein Hilfsmittel, aber es ist nicht das Geheimnis. Das Geheimnis ist das Gefühl. Wie immer Neville sagt, das Gefühl meint auch keine Emotion, sondern das ist das Gefühl der Natürlichkeit. Du weißt einfach, dass es so ist. Das ist selbstverständlich. Ich habe lange, lange, lange dran rumgeknabbert, rauszufinden, wie kriege ich das Gefühl hin. Okay. Da muss ich hier oben wieder Akrobatik betreiben. Ja, echt jetzt? Für mich war das immer total easy. Ja, wirklich, da habe ich nie Probleme gehabt. Ich gehe einfach in den Zustand. Okay, wie würde ich mich fühlen, wenn bla 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 so ist? Und dann kommt bei mir dieses Gefühl, was keine Emotion ist, kann begleitend sein mit einer Emotion, aber in der Regel ist es das nicht. Es ist einfach eine Leichtigkeit. Es ist einfach da, es ist nicht von mir erzeugt. Und darin bade ich. Und das ist dieses bedingungslose Gefühl deiner Göttlichkeit. Ja, genau. Weil ich es nicht kreiere. Aber das Gesetz der Anziehung, Patricia, kennst du ja auch, oder? The Secret. Ja. Okay. Viele in meiner Gruppe kommen halt auch von The Secret. Bei dir wahrscheinlich auch. So. Das heißt The Secret. The Secret. The Secret heißt es. The Secret. Doch, die meinen, ja, aber Manuel. Ja, aber. Das ist langweilig, diese BA. Man muss doch viele Emotionen, Dankbarkeit, Euphorie und tralala. Sag ich, nein. Neville sagt immer, geh ans Ende. Und dort ist zum Beispiel in einer Beziehung. Wenn ich am Ende bin, bin ich bereits seit Jahren schon in dieser Beziehung. Es ist zu einer Gewohnheit geworden. Und wenn ich eine tolle Partnerin habe, seit Jahren, werde ich nicht jeden Morgen aus dem Bett voller Euphorie springen und sagen, wow, ich bin verliebt. Auch wenn ich sie liebe und vergöttere. Aber es kann auch sein, dass du das... Ja, aber ich glaube kaum, dass du, selbst wenn du Millionär bist... mein Hund. Okay. Ich gehe 3, 4, 5 Mal am Tag raus und wieder in die Wohnung rein. Und wenn ich nur in den Keller gehe... Okay. Ja, ist ja auch schön. Das ist eine Wertschätzung. Es ist möglich. Ich sage nur, das ist möglich. Und jeder kann eben so entscheiden, wie er das halt haben will, wie er das fühlen will, wie er das sehen will, wie er das wahrnehmen will. Das stimmt. Und wenn einer sagt, ich möchte, dass sich mein Mann so freut wie mein Hund, wenn ich durch die Tür reinkomme, ja, dann kann es haben. Ich habe nichts gegen die Emotionen, ich bin überhaupt nicht emotionslos. Aber was ich halt sagen will, ist, bei der BA geht es halt darum, es natürlich werden zu lassen. Und genau. Viele strengen sich halt an und jetzt muss ich noch das, oder sie sind jetzt in ihrem Zustand und dann kommt es mal so der Verstand, ja, ich fühle jetzt keine Euphorie, ich fühle das aber nicht und ich sollte es doch, nein, sollst du nicht. Weil dann bist du wieder... Am Wollen, du willst, du bist einem kleinen Ich, nicht in diesem Selbstlos. Es fühlt sich eben total gechillt an. Genau, es fühlt sich total gechillt an. Living at the End ist total gechillt, das ist so, ja. Hey, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so ein kreischender Teenager an seinem ersten Konzert oder so, Rockkonzert. Nein, genau. Das ist es eben gar nicht, sondern das ist so, logisch. So, ja, genau. Logisch. Mhm. Richtig. Das bin ich halt meine Bär, ich mache sie einfach nur, weil es jetzt gerade Spaß macht. Jetzt in diesem Moment macht sie mir einfach Spaß. Ich sage nicht, ich mache es, damit es dann was passiert. Was heißt BA? Bewusste Autosuggestion. Ah. Das ist die BA.
Okay, aber das ist nach Neville. Halt. Nach Neville, wenn du die Fische. Wenn du Gott bist. Du wolltest gerade sagen, wenn du Gott bist. Ich bin Gott. Eben, aber wenn du bewusst Gott bist. Genau. Ja, ja, genau. Wenn ich bewusst Gott bin, ja, in diesem Zustand und das einfach zulasse, es geht halt einfach. Neville hat auch immer gesagt, die BA, ja, es ist nichts anderes als Hingabe zu dem, was ist. Dieses Gefühl, das ist Hingabe. Aber viele machen es halt so, sie gehen in die Vorstellung, okay, ich bin in einer glücklichen Beziehung, sie wiederholen sich ein Wort, juhu, es ist schon so, keine Ahnung was. Und währenddessen sind sie aber gedanklich im Aldi, und das müsste ich dann noch einkaufen und das müsste ich einkaufen. Und das ist keine Hingabe. Ich sage jetzt immer, die BA ist wie Sex. Wenn ich Sex habe mit einer wundervollen Frau, aber währenddessen bin ich nicht bei ihr, also körperlich aber schon. Frau macht das oft, die ist im Aldi, wenn sie Sex hat. Absolut. Im Aldi absolut, sein, das ist keine Sex Hingabe. Hat. Ja, überhaupt kein Problem dazu. Nein, es geht aber um die Hingabe, weißt ja, du? Ja. Und ich bin da nicht Hingabe, dort. Ich gebe noch einen Trick aus meiner Kiste. Hingabe ist manchmal ein Wort, wo viele Menschen gar nichts damit anfangen. Mhm. Aber wenn man sich vorstellt, ich lege mich hinein, ich lehne mich an dieses Gefühl, in diesen Seinszustand. Du badest darin. Ich bade darin, ich werde gestützt, ich werde unterstützt. Ja, sehr schön. Dann ist es einfacher, dieses Gefühl mal zu haben, weil für mich ist Hingabe echt so, leg dich auf den Rücken und spreiz die Haxen. Okay, ja genau. Das war halt so mein Bild. Deswegen ja, alles gut. Und das Wort Surrender ist ja noch ein bisschen besser, ja? Surrender, Aufgabe, das Aufgabe. Ist mehr so die Aufgabe, die Widerstand loslassen. Das hat mehr so in die Richtung, aber für mich war immer Hingabe so. Okay, es über dich ergehen lassen. Ja, genau. Kann man halt jetzt nichts ändern dran. Ja, ja, ist halt einfach so. Ne? Seine tüchtige Frau. Und, ja, also, genau, aber das ist schon die Hingabe. Und deshalb finde ich halt, das Leben ist Sex. Ne? Und die Bea ist auch Sex. So. Und jeder macht Sex eben halt auf seine Art und Weise. Und das ist ganz klar. Wichtig. Und jeder hat seinen eigenen Sex-Talk. Und deswegen muss es jeder für sich selber rausfinden und niemand kann sich das von dir klauen. Man muss seinen eigenen Geruch da reinbringen. Richtig. Das aber was ich sagen will, Patricia, ist, sei, egal wie du Sex hast, was du dabei denkst und dein Sex-Talk ist, na, Dirty Talk, sei gegenwärtig, sei da, weil sonst hast du den Moment verpasst, wenn du denkst, ich stelle es mir jetzt vor, damit es dann irgendwann passiert, bist du nicht im Gefühl. Aber wenn ich es sage, ich stelle es mir vor, weil es jetzt gerade geschieht, es geschieht ja in der Vorstellung, es ist ja da, ich fühle es ja, dann bin ich ja schon dort. Ich bin schon dort. Ich muss nicht warten auf die Freundin, ich bin in Barbados. Ja? Genau. Ich bin in Barbados. Das war ja, du kennst ja die Geschichte mit ja, der, ja, sie ist geil. Abdullah und, ja. Ich erzähle es mal für unsere Leute vielleicht, weil Abdullah war ja der Lehrer von Neville und da war noch der Neville noch in der Lehre, könnte man sagen. Und er wollte ja unbedingt nach Barbados zurück. Der hatte kein Geld. Und Abdullah, sein Lehrer, hat gesagt, du willst nicht nach Barbados gehen, du bist in Barbados. Okay. Und hatte sich das vorgestellt, ja, ich bin in Barbados. Nach 3 Wochen, Neville total frustriert, du App, Abdullah, er hat ein App genannt. Ich weiß nicht, ich stelle mir das da 3 Wochen vor, aber ich habe noch kein Geld, nichts, kein Ticket, aber ich muss unbedingt dorthin gehen. Und dann wurde er wirklich wütend. Abdullah hat gesagt, ich habe dir schon mal gesagt, du bist bereits in Barbados. Und dann hat er die Tür zugeknallt vor der Nase von Neville. Das war keine Anladung, App zu folgen. Und das ist da, wenn ich in der BA bin, mache ich es zum Punkt der Sättigung. Ich weiß, es ist einfach so. Wenn ich meine Augen öffne, ich weiß, es ist noch keine Freundin da, aber innerlich, ich bin es schon. Ich habe es vorweggenommen. Ich bin bereits in dieser Beziehung. Das hat nichts mit Überzeugung zu tun. Ich sage das nicht, um meinen Verstand zu überzeugen. Ich weiß es. Ja, und eigentlich ist es ja wurscht. Die ist auch wurscht. Eigentlich ist es ja wurscht, ob es jetzt da ist oder nicht. Ja, ja, genau. Absolut, ja, absolut. Eigentlich ist es auch völlig egal. Nein, weil in der Außenwelt ist es egal, weil innerlich bin ich es bereits. Genau. Deshalb brauche ich es auch nicht mehr, weil ich erfüllt bin. Eben. Ja. Und dann kann man eben weiter, ich denke, aus diesem erfüllten Zustand
ist für mich so ein bisschen die Basis, wirklich danach zu sagen, okay, wie ist denn wirklich die tollste Beziehung, die ich mir überhaupt vorstellen kann? Mhm. Und die kann eben toller und toller werden, weil meistens bin ich doch noch ein bisschen kompromissmäßig unterwegs und dann denke ich mir dann halt doch, ja, aber es sollte halt schon ein bisschen größer sein als ich. Ja, alles kann man nicht haben und so. Mhm. Oder? Und dann aus diesem erfüllten Zustand, dann wird man halt eben so sicher und sagt, ich möchte es aber so haben, ich möchte es so haben, ich möchte es genau so. Und da bin ich auch nicht böse, dann bin ich kein Rassist, dann bin ich nicht verurteilen oder habe eine Vorurteil gegen Männer, die kleiner sind als ich oder was. Ist weiß einfach ich, nur authentisch. Ich will es halt so haben. Ja. Und ich sage ja nicht gleichzeitig, die kleiner sind, die sind schlecht oder was weiß ich nicht was. Nein. Aber ich will es halt so haben, ich will es so haben, ich will es so haben, ich will es so haben. Und das kann ich erst rausfinden, wenn ich schon erfüllt bin. Richtig. Und oftmals wollen wir halt in Wahrheit, in Wirklichkeit ganz, ganz viele andere Sachen, als die wir kennen. Und dann müssen wir uns halt auch diesen Platz erlauben, diese Vorstellung zu generieren von den Dingen, die wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist zum Beispiel auch meine Spezialität, dass ich die Leute da hinbringen kann und dann schaffe ich es, aus denen rauszukitzeln, was sie wirklich, wirklich wollen. Mhm. Weil dann sagen sie, ich will das und dann will ich das. Aber wirklich, es ist meistens so viel mehr. Ja. So viel mehr, so viel toller, so viel größer, als sie sich überhaupt erlauben, einzugestehen. Weil halt diese kleine Version von mir sich noch nicht mal vorstellen kann, was ich wirklich will. Das stimmt. Und kommt noch dazu, dass viele halt meinen, sie wollen das, weil die Gesellschaft das will. Aber nicht unbedingt. Also sie übernehmen es halt von der Gesellschaft dann. Ja, aber das gehört sich so. Und du dabei weißt, wollen sie es gar nicht. Nein, genau. Oder? Also ich muss jetzt aber diesen Mann oder keine Ahnung haben, weil die Gesellschaft das eigentlich als normal empfindet. Ja, oder auch solche Sachen, wenn ich jetzt keinen Partner habe, oh mein Gott, was heißt das für mich? Ist doch okay. Wenn du das nicht willst, ist es okay. Immer, aber das heißt nichts. Nein, das heißt gar nichts. Das heißt nichts. Nein, außer du gibst diesem Nichts eine Bedeutung. Ja, ganz klar. Genau. Und aber wenn es nichts heißt, bin ich frei. Genau. Richtig. Und das entscheidest du. Und das ist so schön. Frei sein. Es war immer für mich, ich wollte immer frei sein. Ich wollte immer, immer frei sein. Ja, deswegen heißt ja auch bei mir Gesetz der Freiheit. Ne? Ja, genau. Du bist frei. So steht es ja halt auch in der Bibel, Gesetz der Freiheit. Neville hat es auch Gesetz der Freiheit genannt oder eben Gesetz der Annahme. Aber mir gefällt die Freiheit noch besser, weil ich bin frei, die Annahme zu haben, was ich will. Ich bin frei, über das zu denken, zu fühlen und überhaupt. Ich bin der Creator in meinem Leben. Ich. Und das fühlt sich frei an. Genau. Weißt du, und ich sage mir auch immer wieder, da gibt es keine Macht außerhalb von mir bei nichts und niemandem. Niemand. Keine Macht. Und wenn ich wenn ich mich ohnmächtig fühle, dann weiß ich, oh, okay, ich habe meine Macht gerade abgegeben. Ne? Und das ist okay. Ja. Ich liebe Gefühle, weil die Ohnmacht ist nichts Schlimmes, muss ich nicht wegmachen. Ich muss schlau sein. Ah, Ohnmacht heißt, ich habe gerade meine Macht abgegeben. Danke, liebe Ohnmacht, dass du mich darauf aufmerksam machst. Es ist kleiner nicht Irrtum, kleiner ja, Irrtum. Ja, aber die Gefühle, viele haben Angst vor den Gefühlen. Oh, ich muss meine Angst wegmachen. Nein, die Angst ist dazu da, dir zu sagen, hey Mensch, du hast dich gerade vergessen. Du hast dich verirrt. Ja, du hast dich verirrt. In welchen falschen Vorstellungen hast du dich verirrt? Ja. Wie Hänsel und Gretel, oder? Oder verliefen sich im Wald. Ja, genau. Die ganzen verdammten Märchen haben übrigens alle viel Wahrheit. Eine Bedeutung. Ja, ja. Die sollen alle zeigen. Das sind alles ja Seinszustände, genauso wie in der Bibel, oder? Die ganzen Personen in der Bibel sind ja auch nur Seinszustände. Das sind psychologische Seinszustände. Also nach Nöbel halt, ich will da jetzt auch niemand, ne? Wenn jemand, ich finde das auch. Also ich persönlich glaube das genauso wie Neville auch. Für mich ist die Bibel genial, ein geniales Schöpferbuch. Absolut, ich liebe die Bibel. Wenn ich sie aus diesem Konzept, und so nur so macht sie für mich Sinn, für mich, dann ist sie genial. Also ich liebe wirklich diese Bibel. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt ein gläubiger Christ bin, sondern da kannst du so weise Schätze herausfiltern. Und die sind nicht für deinen Kopf gedacht, die Bibel ist für dein Herz gedacht. Ja. Und ich hab eine ganz tolle Frau begleitet, die ist Muslimin. Mhm. Macht nichts. Macht doch nichts, na klar. Macht überhaupt nichts. Nein. Es ist egal, es steht in jedem, im Koran steht es auch drin, es steht überall genau. Ja, und auch im Buddhismus auch.
Und ach, wie heißt dieses große Buch? Bhagavad Gita oder irgend sowas. Ah, auf jeden Fall. Oder hinduistisch. Ja, dort sind auch diese Zustände beschrieben. Überall. Es ist überall so. Das sind diese Schöpfungsgeschichte. Das ist eben diese Zustände. Das ist für mich, sind das diese Human Design Zustände. Genau, absolut. Und da sind so viele Bücher geschrieben drüber. Aber mich interessiert es doch gar nicht. Ja. Also auch über die Bibel, da könnte man wirklich auch, ich glaube, stundenlang diskutieren, weil das ist total spannend. Können wir mal machen. So. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir können sowieso noch irgendwann mal eine neue Diskussion starten. Wir sind tatsächlich schon 1,5 Stunden hier. Echt? Dran und wir haben immer noch treue Zuschauer. Das ist unglaublich. Haben wir das? Haben wir auch Fragen bekommen oder sind sie einfach so? Ich habe jetzt die Kommentare, die ich hier sehe. Herze, ihr zwei seid göttlich. Okay. Herz, danke. Und wie ist nicht, was, das Wie ist nicht meine Sache, das ist Gottes Angelegenheit. Dann, das stimmt. Lachgesichter, die ist im Aldi, wenn sie Sex hat. Also ich glaube, wir waren ganz unterhaltsam bei alledem. Und ich denke, wir können uns jetzt verabschieden, oder? Nach 1,5 Stunden. Ja. Lasst doch mal noch einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat, ob ihr mehr wollt, ob ihr vor allem Fragen habt. Das ist wichtig. Genau. Mein Thema ist auch nicht, dass ich irgendwas hinter dem Berg halte. Ich habe keine Geheimnisse. Es gibt keine Geheimnisse, glaube ich. Es gibt eben keine Geheimnisse. Also alles, was du brauchst, bist du selbst. Ja, ganz genau. Das ist... Also ihr könnt auch hier nochmal Kommentare drunter lassen. Manuel schaut auch, ich schaue. Ich schaue auch, aber bis jetzt da, also einer hat geschrieben, großartig, konnte leider live nicht mitkommentieren. Kann man das nicht? Gut, vielleicht. Eigentlich eben nur auf meinem, glaube ich, auf meinem Profil, das weiß ich eben nicht so genau. Ah, okay. Aha. Ja gut, aber bei mir, also bei mir sehen Sie es ja auch, Sie können da in den Kommentaren schreiben. Aber eben. Also wir sind gespannt, wir gucken, was ihr alles geschrieben habt, wenn ihr noch Fragen habt und sagt uns, ob ihr mehr wollt. Wir sind, glaube ich, bereit, uns hat Spaß gemacht, oder? Total, also ich bin da bereit dafür und es gibt noch so viel zu quatschen. Oh, jetzt kommt was, pass auf. Uiuiui, jetzt. Du hast Probleme beim Liebe machen mit dieser Frau, probiere dieses Rezept aus und du wirst staunen. Halbe Gurke, rote Zwiebel, 4 Knoblauch, 10, 200 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Honig. Ja. Da ist der Sex dann wahrscheinlich schneller vorbei, als man auf war echt cool und ich bin auf dem Weg. Danke euch. Ja, gerne mehr. Ja, immer. Also, ihr werdet erfahren, unser Freude, Freude, Freude gemacht und ihr müsst einfach umsetzen. Ihr müsst umsetzen. Zuhören ist nur eine Sache. Absolut. Das finde ich auch, Neville auch immer gesagt, sei nicht nur ein Zuhörer, sei eben auch ein Macher, weil es bringt dir die beste Theorie nichts. Es klingt immer total schön und dann träumt ihr auch, ich möchte auch so ein Leben wie diese Person, auch so im Glück sein wie Patricia. Ja, aber Patricia hat halt nicht nur zugehört, sie hat es halt auch umgesetzt. Und um das geht es. Es geht um Schluss. Geht es einfach, du hast dieses Wissen. Du brauchst nicht 1000 Coaches. Du brauchst überhaupt keinen Coach. Du brauchst auch nicht mich. Du brauchst dich. Ja. Du brauchst der Coach kann dir helfen. Dich. Und ich kann dir helfen, mit dir zu sein. Und du das kannst auch helfen, mit dir zu sein. Ja. Und es ist sicher einfacher, jemanden zu haben, der den Überblick behält. Und definitiv. Schneller. Es geht einfach definitiv. Schneller. Ja, es geht schneller. Aber der Heilige Gral ist nicht außerhalb von dir. Es gibt nicht die Technik. Genau. Vergiss es. Also, wir sagen tschüss. Also, macht's gut, ihr Lieben. Habt Spaß gemacht. Dann, tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. So. So.